Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Excel. Das letzte Mal haben wir da irgendwelche Kopierkosten gemacht, haben eine Summe wenn gebildet, das war ja schon ganz nett. Und jetzt wollen wir die durchschnittlichen Kopierkosten ausrechnen, und zwar die durchschnittlichen über die ganze Firma und auch die durchschnittlichen Kopierkosten der einzelnen Abteilungen, damit wir sehen, wer so viele Kopierkosten oder Druckkosten von mir aus auch verursacht. Ja, wollen wir sie anschauen. Und zwar, was brauchen wir für einen Durchschnitt? Für einen Durchschnitt brauchen wir die Anzahl. Ja, so eine Anzahl. Und wie machen wir das? Vielleicht gibt es eine Funktion, die heißt Anzahl, da verwenden wir einfach alle mal. Schauen wir mal, Absatz, Aggregat, Anzahl, das klingt schon nicht schlecht. Berechnen, wie viele Zellen in einem Bereich Werte enthalten. Mal. Probieren wir das. Okay. Da. 0. Aha. Warum nicht? Probieren wir es da drüben. Wie viel sollten wir da rauskommen? 12 kann das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha. Werte sind also nur Zahlen. Gut, das passiert bei Anzahl. Haben wir diese Funktion kennengelernt? Ja, dann schauen wir mal, was gibt es noch? Anzahl, Anzahl 2, was ist das? Zählt die Anzahl nicht leerer Zellen? Aha, naja. Anzahl 2, probieren wir das dem da rüber. 12, passt. Das geht auch. Also Anzahl zählt nur die Werte, also nur die Zahlen, und Allzahl 2 zählt alles, wann was drinsteht. Okay. Wie rechnen wir jetzt den Durchschnitt aus? Ja, das ist also das Gesamt dividiert durch 12. Und Gesamt durch das sind 18,45 Euro pro Person im Gesamten. Ja, 18,45 Euro pro Person. Und jetzt wollen wir hier zählen, wie oft denn hier AA vorkommt. Und da gibt es auch eine Funktion, vielleicht haben wir es zuerst schon gesehen, da unten, zählen wenn. Zählen wenn. Das ist gut. Zählt die nicht leeren Zellen eines Bereiches, deren Inhalt mit dem Suchkriterium übereinstimmen. Genau das braucht man. Klingt kompliziert, also Bereich ist das da. Ja? In dem Bereich wollen wir suchen und das Suchkriterium ist natürlich das. Enter. Ja. Okay, 5. 5 Personen sind bei anderer Abteilung, bei AA. 5 Personen sind dort. Und jetzt passen wir die Formel noch etwas an, weil wir haben gesagt, da machen wir die Dollars eine. Dollars. Ja. Schaut gleich aus. Jetzt kann ich sagen, warte mal, da müssen wir aber auch hier die Dollars reinsetzen. Die Zahlen dürfen sich nicht vergrößern, wenn ich das nach unten ziehe. 5. Das sind über 5. Na, das ist aber fair aufgeteilt. Wie gibt's denn sowas, hä? Gibt's denn sowas? Ach so. Da darf ich natürlich keinen Dollar setzen. Das muss ja nach unten verschoben werden. Erst. Ja? Na, das schaut schon besser aus. Jetzt sind es nämlich in Summe 12. Passt. Ja, und jetzt kann ich den Durchschnitt hier ausrechnen. Ist gleich das dividiert durch das. Ja. Nur die Frau, andere Abteilung braucht praktisch nichts. Ist gleich das dividiert durch das. Die Chefpartie machen wir ein bisschen über den Durchschnitt. Ja. Und die Kalkulation, was brauchen die? Na, die brauchen, und dem drucken wir aber alles aus. Ja. Kalkulationsabteilung, bist du narrisch. Gut, ist auch jede Menge Papierkram, ne? Aber man kann sie auch so lösen, elektronisch. Jetzt haben wir also die durchschnittlichen Kopierkosten, haben dabei die Anzahl, Anzahl 2 und zählen wenn kennengelernt. Wir haben das arithmetische Mittel gebildet. Aber ich sage jetzt einmal, es gibt sogar noch etwas anderes. Und zwar ist gleich Mittelwert. Mittelwert, da ist er, halt das. Mittelwert. Und jetzt sage ich nur, aus dem Bereich, Mittelwert aus dem Bereich, bitte, danke, sind wir fertig.
1845. Genau. Brauche ich nicht mit der Anzahl umdrehen, sondern sage einfach im Mittelwert von diesem zeigt er. Ja? Und es gibt sogar den Mittelwert, wenn. Mittelwert, wenn. Genau den brauchen wir. Und da sagen wir den Bereich. Achso, da suchen wir. Falle ich oft drauf rein. In diesem Bereich wollen wir suchen. Den verschieben wir auch bitte nicht. Ja. Dann das Kriterium ist das. Ja. Und der Mittelwertbereich ist das. Den verschieben wir bitte auch nicht. Die Dollars gleich richtig gesetzt. Da brauche ich nachher nicht einmal drunter. Enter. 8-1. Ja. Okay. Warum schaut das jetzt anders aus? Ui, das schaut ja ganz anders aus. Ja, das ist die Zellenformatierung. Hier wollen wir natürlich auch ebenfalls nicht auf Standard, sondern wir wollen das auf Buchhaltung, ja, dass sie die Kalkulationsabteilung auch auskennt. Funktioniert also auch. Mittelwert, wenn. Ja. Zwei Varianten, wie man da so einen Mittelwert ausrechnen kann. Ja, entweder die Zahl ausrechnen, dann dividieren, ganz klassisch, oder gleich Excel diese Funktion überlassen. Gut, und jetzt machen wir das nächste Mal, kümmern wir uns um Diagramme. Schauen wir uns das erste Diagramm an, das nächste Mal. Wie bringen wir so etwas in eine Diagrammform? Ich meine, jetzt wissen wir das, jetzt schaut das raus, aber da die Abteilungsvergleich zum Beispiel, das wäre mal interessant. Nicht? Schauen wir uns im nächsten Video an. Diagramme. Vereine Diagrammart. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.